Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Anno 1800 Endlos Spielen fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Ich bin Isivana von den Schmufklis und schön, dass ihr da seid. Fortschritt in Ja, wir sind ja gerade allen dabei, Forschungsbereichen. die Tierhöfe auszulagern. Beziehungsweise ich bin dabei. Nein, wir sind dabei. Und zwar dieser Bereich hier würde ich gerne auf die andere Insel verlagern. Zusammen auch mit Schnaps. Und wie viele Getreidefelder haben wir? Sechs Getreidefelder. Vier Kartoffelfelder. Okay. Wobei der Schnaps machen wir ja in rauen Mengen. Ah ja, ein bisschen zu viel. Haben wir noch Dampfmaschinen hier für Traktoren? Ja, haben wir sogar noch Stahl da. Das heißt, ich würde hier noch ein Lagerhaus bauen. So. Dann Getreidefelder. Am besten hier so. Komm mal dich mal auf. Schönen Tag auch.216 Plätze braucht es jetzt. Wow. Also richtig viel. Felder aufwerten. Bäm. Okay. Wir benötigen wohl ein paar Bretter für die Zukunft. Frachtschiff steht Nehmen wir bereit. das Schiff hier, das ist ein bisschen schneller. Und auch ein bisschen Stahl. Ein paar Fenster nehmen wir auch mit und Dampfmaschinen natürlich. So. Sind unterwegs. Du fährst mal bitte zur Brody-Insel. Weil die haben hier schon viel Stahl. Da zack mal was ab, würde ich sagen. Besser als von mir prognostiziert. Sehr gut. Hier fährt er schon, unser Mähdrescher. Ey, cool. Das ist lustig. Oh, bestimmt noch eine. Ah, schöne. Aha. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Bisschen die Ecken füllen. Einige Felder könnten helfen. Ja, kommt ja alles. Sehr gut. Gut. Ah ja, Expedition haben wir wieder am Start. Mal schauen, wie es läuft. Ich hoffe ganz gut. Drückt mir die Daumen. Die Betroffenen behandeln. Hoffentlich sucht es Ja. uns nicht heim. Hey, wow, ey. Nice, weiter geht die Reise. Das ist schön. So mag ich das. Ja, wie viel Bäckereien und Mühlen haben wir denn? Zwei. Gut.
Bier machen wir überhaupt keins hier. Das liefern wir ja aus der neuen Welt an. Deswegen brauchen wir da schon mal kein Getreide. Wobei es ja jetzt viel einfacher ist. Also, zwei Mühlen. Ich habe hier schon mal das Layout hergezogen vom Caron Falls. Also, es hat mir irgendwie gut gefallen. Es ist jetzt nicht perfekt, aber ist ganz gut, finde ich. Was wir noch machen könnten, ist Strom für die Tierhöfe zu machen. Ah. Bald muss ich irgendwie mit Doppelgleisen arbeiten. So. Schauen wir mal. Wie viel Öl wir denn jetzt produzieren? Ja, viel zu viel. Das wird ja überquellen. Wir drehen hier nur noch. Also mal ein Kraftwerk hinbauen. Brauchen wir schon wieder Stahl. Schauen wir mal am besten, wie das läuft hier. Okay, da muss ich irgendwie eine Straße dazwischen durchmachen. Oder die Webereien einfach verschieben. Nämlich hierher. Nur andersrum, hierher. Ja, mach mal hier mal eine Straße. Ist halt so. Bäckereien brauchen wir dann noch? Ja, Bäckereien. Achso, Baumaterial fehlt. Okay. Eine Bäckerei. Wo bist du? Hier. Wobei, da brauche ich eine Handelskammer dann. Hier so fürs Kraftwerk ist es doch im Einzugsbereich. Ich hoffe es. Ansonsten, tja, fail. Du fährst wieder hoch. Und du nimmst dir Stahl bitte mit. Stahl kann man immer brauchen. Wo bist du, Stahl? Hier. Na gut, lass mal 50 noch. Also 80 drin im Kontor. Von mir aus freigegeben. Yeah. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Gerne. Hey. Einmal, dass wir die Zeitung nicht manipulieren müssen. Eine Handelskammer.
zwar, für das Kraftwerk brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben schon wieder 100 Forschungspunkte, das geht ja dahin. Wir brauchen einfach mehr, ich weiß, aber ich bin gerade dabei, das auszulagern. Und da will ich einfach nicht gestört werden, ja? Entspannt, haben wir doch gesagt. Ja? So, das heißt, du kommst hierher. Das heißt, bist du noch? Nee, bist du nicht mehr. Nämlich für die Tortenkünstlerin braucht man eine Handelskammer. Hier oben, ja. Tortenkünstlerin. Käsiderei. Es wird am Anfang eh noch richtig viel sein. Fast zu viel. Und eine Feuerwehr fürs Kraftwerk. Das wollen wir ja auch nicht, dass das in die Luft geht. Kisten unter Deck. Ja, immer schön Stahl nachliefern, das ist ganz gut. Holz, 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 Holz. Steht bereit. Zum Horizont. Was ist er denn? Ach, da rum. Ist der langsam, ja. Ja, gegen den Wind. Oh ja, oh Gott. Wir sind nicht auf dem bisschen Lärm. Angst habe ich vor dieser Expedition. Oh, garantierter Erfolg. Ja, das nimmer. Oh. Besser kann es nicht laufen. Gut. Tierhöfe haben wir. Bibereien, die Gulaschsuppe. Was machen wir damit? Ich hätte es einfach so lassen sollen. Dann hier noch. Das heißt, wir müssen hier eine Eisenmine anzapfen. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Oh no. So. Bauen wir mal auf. Hilft dir nix. Paprika müssen wir umleiten. Paprika, Paprika. Darauf sollten wir einen trinken. Ah. Wo ist mein Paprika? Ach, hier. Okay. Gut. Du nimmst hier Paprika auf, letztes hier ab, nimmst Konserven auf, Konserven, wo seid ihr hier? Gut. Und das Rindfleisch brauchen wir dann auch. Okay, jetzt fehlen die Bretter. Alles klar. Druck im Kessel. Brauchen mehr Bretter. Sind unterwegs.
Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe Was ich? Hatte ich? Ja, ich weiß auch nicht. Was du hattest. Neue Befehle? Achso, ja. Fleischkonserven haben wir ja jetzt. Und ja, ich will es verwerfen. Weil hier brauchen wir ja keine Fleischkonserven. Das ist das Gute. Doch, eine Tonne. Warum brauchen wir eine Tonne? Wer braucht denn Fleischkonserven, bitte? Achso, ne, wir produzieren eine Tonne. Ja, 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 passt schon. Ja, die Statistik lesen, das würde gelernt sein. Der obere ist das, was wir benötigen, und das untere ist, was wir produzieren. Ja, genau. Das heißt, die zwei kann man schon mal abreißen. Getreide fließt ja schon in Mengen. Fließen. Genau, Schiff ist auch schon da. Sehr gut. Das heißt, wir machen hier das Silo. Achso, das gehört dazu. Ja, okay. Na gut. Dann ja. Machen wir hier eine Schweinefarm. Wurst. Ist schon unter Strom, ja. Auf jeden Fall. Und eine Weberei. Gut. Und eine Mühle. Für die Bäckerei. Und die Siedereien. Da bauen wir hier die Handelskammer auf. Und holen uns von oben die Spezialisten ran, die hier drinnen sind. Also alles, was mit Türhöfen zu tun hat. Die zwei. Und ja, Schneiderei. Lass mir jetzt erstmal noch die Pelzmäntel. Neue Befehle? Keine Bananen, Fruchtbarkeit, ja. Fleischermeister, Ob wir den brauchen, das ist jetzt auf einem anderen Blatt geschrieben. Der macht zusätzlich Talg noch. Wir machen noch ein paar Bötchen, weil da will man noch viele davon brauchen. Und wir sagen, okay, du lieferst Seife, Wurst, Arbeitskleidung, Brot, Seife, alles, was die Herren dann so brauchen, Pelzmäntel und was noch? Schnaps später, genau. Ab nach Auri Falls. Alles, was geht. Genau, das heißt, wir sperren jetzt, also hat keine Verwendung für dich. Wir schließen hier mal die Webereien und die Wurst und schauen mal, ob wir genug produzieren. Kein Platz mehr frei.
So viel brauchten sie am Ende ja gar nicht mehr. Okay, mit Aurifolz zusammen. Wurst machen wir genug und ja, Pelzmittel können wir einmal nachlegen. Arbeitskleidung wollte ich sagen, ja. Wir kümmern uns hier um alles. So. Alle stehen bereit. Wir machen ein bisschen zu wenig Wolle, okay. Wetten, weil die Silos noch nicht einberechnet wurden, ja. Gut, was sagt denn die Expedition? Kalikos hat eine Piratenflagge, okay. Oh, oh. Lasst sie nur kommen, der Kampfgeist der Mannschaft mit einer Rede wecken, ja. Der Sieg ist so gut wie sicher. Das Piratenschiff entern. Nice. Ein fantastischer Angriff. Und weiter geht die Reise. Ja, es läuft ja voll gut, hä? Gebt es raus, Jungs. Können da mir noch alle Anteile? Ja, können sie. Okay. Paprika fehlt noch. Ja, das kommt ja noch. Das kommt noch alles. Frachtschiff steht bereit. Die Spezialisten sind auch schon da. Gehen wir mal in unsere Tierhöfe rein. So, dann dieser eine Typ, der da Mist baut. Hoppla, du gehörst nicht rein. So, dann hier. Den Bäcker, die Tortenkünstlerin und die Parfümeurin. Für die muss ich jetzt noch... Die Rohstoffe. Ja, genau. Eine Holzfällerhütte machen. Wo machen wir die am besten? Kann die bestromt werden? Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Aber ich denke nicht. Ich brauche trotzdem eine zweite. Brüderlichkeit bedeutet auch, brüderlich zu teilen, nicht wahr? Ja, danke für die Münzen. Okay. Da bin ich ja gespannt. Auf die Holzfällerhütte. Ach so, könnte ich ja hier nachschauen. Nee, nee. Die werden nicht, die können nicht unter Strom gesetzt werden. Habe ich eine Aufgabe vom Nate? Nee, habe ich nicht. Nicht, dass ich was übersehe. Eine wirklich gute Lage. Mhm, das stimmt. Okay. Wir reisen jetzt schon mal die Siedereien ab. Tschüss. Webereien. Die Metzgereien. Bäckereien. Denn wir brauchen noch ein zweites Schiff. Das wird noch allerlei Krimskrams transportieren, nämlich Mehl, Wolle, Mehl, was sie halt noch so brauchen. Felle vielleicht. Rindfleisch. Für die Arbeiter. Das sind jetzt alles nur die Luxusbedürfnisse.
Okay. Hoppla. Das lasse ich mal so oben, weil es ist noch nicht so voll. Und dann sage ich hier einen Mindestbestand bitte. Von, ja, sagen wir 10. 10 Tonnen. Was war noch? Rindfleisch. 10 Tonnen. Und Mehl. 10 Tonnen. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Ah, schön. Eine Allianz, wow. Okay. Paprika ist angekommen, das ist schon mal gut. Kran anhalten! Ja, ihr zwei fährt mal nach oben. Frachtschiff steht bereit! Das heißt, wir können hier auch das Mehl abreißen, das Rindfleisch abreißen. Ah, du das Gute. Das ist ein gutes Gefühl, was abzureißen, ne? Und dann haben wir jetzt noch... Und natürlich die alle hier. Dann haben wir jetzt noch den Schnaps, genau. Und zwar brauchen wir dafür eine Kartoffelfarm. Ach, wie süß. Die Traktorscheune ist ja bald größer als die Kartoffelfarm. Vom Stapel gelaufen. Sehr gut. Und wie viel Schnaps machen wir eigentlich? Zu viel Schnaps? Eine Tonne? Nee, passt also. Wie viel Schnaps machen wir? 4, also 2. 2 Schnäpsereien. Da müssen wir vorsichtig sein. Die gehen ja gerne in die Luft. Hallo? Dann schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall genug Schnaps. Achso, oben muss ich ja mal... Kann ich das jetzt abreißen? Ich habe ja ein Schiff, was hin und her fährt. Das wird nicht gerade leichter, wenn und dann noch die Schneiderei. Da haben aber keine zwei mehr Platz. Da brauche ich ja so ein eigenes, eine eigene Handwerkskammer. Mal schauen, wie wir das machen. Oh no! Der Strom geht nur bis daher. Was ist denn das für ein Kraftwerk, ey? Wie viel Öl machen wir denn? Ach, zu wenig. Okay. Haltet das Förderband an! Die Pause ist vorbei. Jetzt? Genug? War nicht genug für ein zweites Kraftwerk. Okay.
Wir schlingern ins Ungewisse. Ich muss das Kraftwerk verschieben. Schauen wir mal. Ja, hier hat keine Ahnung, das kann man platzen. Vielleicht hier so hinklatschen. Ich glaube, dass hier aber nicht im Einzugsbereich ist. So vielleicht. Dann machen wir das eins nach unten, dann hat hier noch ein Lagerhaus Platz. Brauchen wieder Ziegelsteine und Stahl wahrscheinlich. Nee. Holz. Holz. Kisten unter Deck! Sie trauen mir nicht? Nun, es ist genau umgekehrt. Ach. Schon, ey. Was ist los mit dir? Hat deine Frau wieder irgendwelche Lügengeschichten über mich erzählt? Hm? Hm? Ja? Das heißt, wir müssen die Fellroute umändern. Und können unserem Krimskrams-Schiff sagen, es kann Felle einladen. Und zu unseren Investoren endlich mal schippern. Und hier machen wir auch einen Mindestbestand an Felle rein. Schnaps mach mal genug, Arbeitskleidung mach mal genug. Würstchen, Mehl, Brot, Seife. Ah, Rindfleisch können wir nachlegen. Ja, Rindfleisch. Aber es schaut schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, ja. Kommt ja alles daher. Ah, da kommen sie schon, die Spezialisten. Ist eh relativ eine kurze Distanz. Hust. Dankeschön. Kannst du wieder abdampfen. Dann hock mal die da rein. Wartungskosten, ja, warum nicht? So, mach mal genug Wolle. Auch für Aurifalls. Ja, Wolle mach mal.
Machen wir auch in Roskopf genug Pelze, also Felle? Nein. Wir machen viel zu viel Schneid, also viel zu viel Pelzmäntel. Ich kann auch später weitermachen. Lass mal gut sein. Müssen es jetzt dann nicht so übertreiben. Was ist jetzt mit den Pelzmänteln? Sollte ich noch einen abschalten? Nee. Kisten unter Deck. Genau, perfekte. Da wollte ich ja nachlegen. Wie geht's? Dann schauen wir mal. Felle. Ja, noch ein Dutt. So, habe ich die für die Investoren, die Felle schon. Kriegen die Felle? Ja, okay. Na gut. Felle. Roskow, Felle. Machen wir jetzt genug? Ja, sehr gut. Das heißt, wenn wir wieder eine Schneiderei machen, dann müssen wir Felle nachlegen. Okay, dann reißen wir die auch noch ab. Danke, tschüss. Also auslagern geht auch hart auf die Bilanz, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Zementminen. Okay. Ja, dann haben wir ja richtig alles leer gemacht hier oben. Außer jetzt an die Baustoffe noch. Die machen wir noch schnell in der nächsten Episode. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich immer sehr freuen. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr drauf. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.